Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich eine Filterpumpe anschließen und somit auch am Pool richtig montieren kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich installiere bei mir mal den Kartuschenfilter von Intex an einem kleinen Aufstellpool. Das Ganze funktioniert aber bei den anderen Herstellern meist relativ ähnlich. Und zuerst einmal müssen wir unsere entsprechenden Anschlüsse jetzt am Pool auch richtig vorbereiten. Bei unserem Pool können wir normalerweise zwei solche Anschlüsse erkennen. Der eine Anschluss liegt etwas weiter unten als der andere Anschluss und vereinfacht gesagt ist der tiefer liegende Anschluss dafür da, dass das Wasser in unsere Pumpe hineingesaugt wird und der höher liegende Anschluss, da kommt das Wasser anschließend wieder in unser Becken rein. Und deswegen haben wir auch zwei solche verschiedenen Anschlüsse hier. Der eine hat ein Sieb, der andere nur so eine normale Öffnung und das Sieb muss jetzt einfach einmal hier in unseren etwas tiefer liegenden Anschluss im Uhrzeigersinn etwas reingedreht werden. Dann sollte das normalerweise auch schon passen. Das Sieb ist übrigens da, dass sich natürlich auch keine Haare verfangen. Die andere Düse, die gebe ich jetzt einfach mal auf der anderen Seite hinein. Und auch hier können wir etwas im Uhrzeigersinn drehen und dann sollten die zwei Anschlüsse auch schon passen. Bei meinem Anschluss, der etwas höher liegt, halte ich mit einer Hand von innen schon dagegen. Dann geht das Ganze nämlich auch noch mal leichter. Und jetzt können wir auch schon unseren speziellen Luftadapter von Intex einmal hier mit ordentlich Schmackes drauf drehen. Wichtig ist, dass das Ganze wirklich am Ende hier vorne schön bündig ist und natürlich auch richtig rum drauf sitzt. Danach können wir noch unsere spezielle Lufteinlaufdüse hier oben gerade im Uhrzeigersinn draufschrauben. Handfest reicht normalerweise auch vollkommen aus und die Funktion von diesem, so wie ich es jetzt hier richtig verstanden habe, ist einfach die, dass normalerweise ja Wasser von hier in unser Becken reinkommt und dadurch wird nochmal etwas Luft in das Wasser hineingegeben und somit soll einfach diese Filterfunktion noch einmal etwas effizienter sein. Falls du das Ganze übrigens nicht haben möchtest, dann gibt es auch noch so eine spezielle Kappe hier, die können wir ganz einfach von oben drauf geben und die Funktion wird unterbrochen. Als nächstes können wir auch schon unseren Schlauch von vorne mal auf den Adapter drauf geben. Und jetzt ist einfach wichtig, dass dieser schwarze O-Ring sich nicht irgendwie verschiebt und der sollte danach in etwa in der Mitte von dieser Einkerbung bei unserem Schlauch liegen. Denn danach können wir auch schon die mitgelieferten Schlauchschellen einmal da rumgeben. Wichtig ist wirklich, dass die Schlauchschelle über unseren schwarzen Dichtungsring drüber geht, dass es an dieser Stelle auch wirklich ordentlich abdichtet und dann reicht normalerweise auch schon, wenn wir das Ganze handfest zudrehen. Wir haben übrigens noch eine Schlauchschelle, die würde ich jetzt einmal hier hinten auch noch über unseren Anschluss zum Pool drüber geben. Unser erster Anschluss passt also und beim zweiten Anschluss halte ich mit einer Hand wieder vom Beckeninneren gegen meinen Anschluss und gebe jetzt halt einfach mal den Schlauch wieder mit etwas Schmackes bzw. mit ein paar Drehbewegungen, soweit es geht, auf unseren Stutzen drauf. Das sollte normalerweise auch schon reichen. Nehme meine Schlauchschelle zur Hand und gebe diese dann wieder relativ nah beim Beckenrand drüber und kann sie per Hand einfach anziehen. Das sollte normalerweise auch wieder vollkommen ausreichen. Bei meiner Pumpe schaut es dann so aus, dass das Wasser, wo vom Pool kommt, in den höher liegenden Anschluss reingeht und wo der Anschluss etwas tiefer liegt, da geht das Wasser dann gefiltert wieder in meinem Pool zurück, weswegen ich jetzt auch mal meine Schläuche wieder richtig rum anschließe. Die Pumpe ist noch nicht am Strom angeschlossen und jetzt schaue ich erstmal, dass ich meinen Wasserspiegel noch über meine zwei Anschlüsse kriege, dass sich die Pumpe auch langsam mit Wasser füllt. Meine beiden Anschlüsse befinden sich unter Wasser und jetzt müssen wir erst einmal noch unsere Pumpe richtig entlüften. Hierfür befindet sich auf unserer Pumpe ein kleines Entlüftungsventil und dieses können wir jetzt ganz einfach mal etwas gegen den Uhrzeigersinn drehen. Dadurch wird es nämlich auch schon geöffnet und ich hoffe, man kann es etwas in der Kamera erkennen bzw. auch hören, dass jetzt halt Luft aus unserer Pumpe bzw. auch aus dem Schlauch hier nach oben aufsteigt und somit aus diesem Ventil auch rauskommt. Ich habe das Ganze so lange gemacht, bis das Wasser hier oben auch rauskommt und nun müssen wir unser Ventil einfach mal wieder mit Gefühl im Uhrzeigersinn schließen. Das sollte auch schon reichen und das Wasser, was hier oben rausgekommen ist, können wir entweder wegschütten oder mit einem Tuch einfach wegwischen. Jetzt wird häufig der Fehler gemacht, dass die Pumpe zwar richtig entlüftet ist, aber du kannst sehen, dass hier im Schlauch auch noch überall Luft oben drauf ist und die sollten wir natürlich am besten auch
rausbekommen, bevor wir die Pumpe anschalten. Deswegen jetzt einmal schauen, dass wir von unserer Pumpe weg einfach den Schlauch etwas anheben. Dann geht nämlich die Luft auch schon automatisch Richtung Pool. Da kann man natürlich auch gerne etwas hin und her wackeln und einfach schauen, dass wir den Schlauch Richtung Pool immer weiter erhöhen. Und somit steigt die Luft nämlich nach oben und kommt am Ende dann auch bei unserem Pool hier oben raus. Auf der anderen Seite möchten wir unsere Luft natürlich auch noch aus dem Schlauch bzw. aus dem System rauskriegen. Und wenn es dann passt, dann müssen wir eigentlich nur noch darauf achten, dass unsere Poolpumpe auch wirklich auf dem Boden steht, also nicht irgendwie erhöht, da sie sonst einfach zu wenig Leistung hätte. Und wir können diese einmal ans Stromnetz anschließen. Hierbei darauf achten, dass der Stecker natürlich auch richtig rum in das Gegenstück reinpasst und dann einfach mal die Verschraubung noch mit Gefühl im Uhrzeigersinn gerade festdrehen. Und laut Hersteller soll sich unser Transformator mindestens 3,5 Meter vom Pool entfernt befinden. Bedeutet, der soll einfach am besten nicht nass werden und natürlich auch nicht unsere Steckdose. Wenn du wie ich eine Kabeltrommel bzw. Verlängerung verwendest, dann schauen, dass diese am besten komplett abgerollt ist. Wie du sehen kannst, unsere Pumpe funktioniert auf jeden Fall einwandfrei. Und wenn ich jetzt übrigens noch diese schwarze Kappe runternehme, dann wird wie gesagt Luft eingesaugt. Hier kannst du, denke ich mal, den Unterschied relativ gut erkennen. Und falls bei dir jetzt übrigens noch beim Anschluss hier irgendetwas undicht sein sollte und mit diesen Klemmen auf keinen Fall möglich ist, dann Pumpe am besten ausmachen, Wasser mal unter den entsprechenden Anschluss wieder absenken, Plastikschlauchschelle abmachen, den Schlauch herunternehmen und am besten mal so ein spezielles Teflonband ein paar Mal um diesen Anschluss rumwickeln. Danach unseren Schlauch wieder draufgeben, aber bitte davor jetzt nicht diese Plastikschelle drauf machen, sondern einfach eine richtige Schlauchschelle aus Metall draufgeben und diese kann man nämlich dann auch mit einem Schraubendreher ordentlich anziehen und dann sollte dieser Anschluss auch auf jeden Fall dicht sein. Und somit haben wir unsere Poolpumpe jetzt auch schon richtig angeschlossen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens eine neue Filterpumpe, egal in welcher Stärke, mehrere Filterkartuschen, solche speziellen Schlauchschellen oder natürlich auch Teflonband zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.